Ich werde mal etwas in den Telegram-Kanal stellen. Ja, heute Abend. Gut, bis ich das hochlade. Auf jeden Fall dann eben in meinem Telegram-Kanal ziemlich unten. Es sei denn, ich habe es schon mal irgendwann geteilt und hatte vielleicht nur den Anfang gelesen. Denn doppelt reinstellen, das geht dort nicht so wie bei WhatsApp. Mir ist jetzt einfach nochmal ein Anliegen und ich versuche es kurz zu machen. Dort sind Männer, die haben studiert, die haben sehr viel Wissen angehäuft, sie sind sehr vertraut mit der Bibel und sie interpretieren das auf unsere Zeit mit der Matrix und so weiter. Mit QAnon, mit Trump, Putin, dem Chinesen und so weiter. Und es geht um die Johannes-Offenbarung, die Posaunen, die Engel, um diese Apokalypse eben. Ich sage nicht, ich weiß es, ich weiß da gar nichts. Ich möchte nur folgende Dinge zu bedenken geben. Wer da so im Kopf ist, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, aber das kommt nicht so an. Wer da hier jetzt nicht verbunden ist und gar nichts spürt, der nimmt natürlich nicht das lichtvolle Positive wahr, was hier auch schon stattfindet, die Prozesse in der Menschheit, die das Ganze ja auch mit angetriggert hat jetzt, C und so weiter. Bei jedem Einzelnen in Gruppen, Menschen, die wachsen, die sich entwickeln, wo Heilung stattfindet, all das, Versöhnung, Vergebung, all das, diese Prozesse gibt es und die laufen verstärkt ab. Andererseits gibt es natürlich, und das hängt damit zusammen alles, es ist eine Energieerhöhung da und ich versuche mal Folgendes zu erklären, wer jetzt wirklich immer schon da oben schwingt, den erreichen solche, ich sag mal, Krankheitserreger gar nicht mehr. Aber das steht natürlich kaum jemand, ich auch nicht. Also nicht konstant, nicht stabil. Oder eben anders ausgedrückt, als ich diese Heilerausbildung gemacht habe, schon viele Jahre her, da sagte der war damals auch noch jung und es waren seine Anfänge mal, das war die Phase, wo er auch gerade so neugierig noch rumprobierte und suchte auch in diesem Feld, ja, geistiger Heiler einfach dessen, was er dann neu begonnen hat. Und er sagte mal, wenn ein Fluch über jemanden ausgesprochen wird, so richtig kraftvoll, das macht was, das wirkt alles, ja. Das sind Schwingungen, wir sind alle vernetzt, verbunden. Aber wenn jemand dann darüber schwingt, also praktisch behandelt wird und darüber schwingt, wie in einer, sagen wir mal, wie eine Dimension höher, in einer höheren Frequenz lebt, existiert, ist, schwingt, erreicht ihn das nicht mehr, weil das ist ja ganz da unten. Aber ich habe dann auch gesagt, ja, aber welcher Mensch steht denn im Moment schon da? Und das ist ja schon ein paar Jahre her, wo das Ganze allgemein noch weiter nach unten ging. Immer schon da, höher zu sein, das kann ja sein in der Behandlung und danach, aber das wird der Mensch ja so allein nicht halten können. Und dann erreicht ihn das ja dann möglicherweise wieder und so weiter und so fort. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt solche Dinge lese und würde das noch richtig an mich ranlassen, dann bin ich da. Dann habe ich keine Hoffnung. Und wenn ich mal gefragt habe, deine Sicht klingt alles sehr klug, sehr plausibel, aber wo ist die Hoffnung? Und wo ist dein Gefühl, dein Gespür, deine Verbundenheit? Nimmst du nicht wahr, was hier Lichtvolles auch schon geschieht? Wo ist die Liebe? Und die Liebe, die ist ja nicht nur, dass sie uns dahin bringt, sie schützt auch. Und insofern, ich werde das mal reinstellen, aber es gibt ja auch noch einen ganz anderen Aspekt. Wieso wird eigentlich angenommen, dass, ich sag mal, alles ist von denen gemacht worden, ja? Und das ganze System hier, alles, in dem wir so leben. Und hier ist es ja im Moment auch sehr massiv, wie der Bürokratismus zunimmt, ja? Wie die Menschen da versklavt sind, wie sie einfach ja, beschäftigt sind ohne Ende, kommen ja gar nicht mehr zur Besinnung. Oder wenn jemand mit Ämtern zu tun hat. Unglaublich. Ja,
Lebenszeit, Lebenszeit ohne Ende. Da, also ich mach mal so, das ist ja eine blöde Geste. Das macht ja auch alles was, tatsächlich. Und in meinem Beruf, gestern die Konferenz, ja, das, was dann da ausgearbeitet wird, seitenlang, das liest keiner, die Eltern verstehen es gar nicht, sind meistens ausländischer Herkunft und so weiter. Oder jetzt die Verunsicherung hier, 60 Jahre alte Häuser, etwas drüber, etwas drunter. Pensionskassen, ich hätte mal nachfragen sollen, wie es richtig zusammenhängt. Gestern hat sich jemand die Wohnung angeschaut, weil ich im Sommer ja hier rausgehen will. Der sagte mir, die Pensionskassen, die haben zu viel Geld angehäuft. Tatsächlich, ja, hier noch. Und die investieren jetzt irgendwie und dann werden diese Objekte saniert. Ich meine, für die Sanierung müssen die Bewohner, hier im Haus zum Beispiel alte Menschen, die hier ewig gelebt haben, und das in dieser Zeit on top. Ja, da darf man schon mal sagen, bitte, Hilfe. Das ist ja fast eine Art Selektion, weil das verkraften natürlich manche auch nicht oder nicht gut. Und das sind alles Dinge, das läuft ab und das beschäftigt diese Menschen. Ja, und selbst wenn es dann saniert ist und sie würden jetzt vielleicht nur vorübergehend woanders hingehen, was ja auch gar nicht so einfach ist, weil es gibt da jetzt nicht mal hier dann irgendwie eine Auffangmöglichkeit und noch dazu, die Sanierung dauert auch, das ist ja nicht nach 3 Monaten oder 4 Monaten erledigt, sind diese, vermutlich werden sie sogar abgerissen und neue gebaut, zu teuer. Das heißt für die alten Mieter sowieso keine Option mehr, dahin zurückzukehren, ob nun general saniert oder abgerissen und neu hochgezogen. Und das, sowas beschäftigt im Moment viele Menschen. Das läuft ja auch alles ab. Es läuft viel Schwieriges ab. Das will ich nicht leugnen, aber jetzt, um nicht zu lange zu reden, wieso glaubt man eigentlich, dass nicht auch die Bibel manipuliert wurde? Ich glaube, da ist immer noch ganz viel drin, aber da sind Sachen weggestrichen worden, da sind Sachen auch ein bisschen verändert und verdreht worden, sicher zum Teil. Reduziert vor allen Dingen Jesus, wer er war, sein Wirken, sein Handeln, der hat ja zum Beispiel auch wesentlich mehr geheilt. Der ging ja da nur so rum und die Menschen, einfach durch seine Gegenwart kam das schon in Gang. Ja, das Bewusstseinserwachen, das Wachstum. Nicht bei allen, aber eben die, die dafür offen waren, die da standen zu dem Zeitpunkt. Und die Bergpredigt, die ist ja sehr, sehr gut, aber das soll auch einen philosophischen Hintergrund haben und gar nicht so von ihm gewesen sein. Er soll noch ganz andere Sachen gesagt haben damals. Zum Beispiel. Und wenn man davon ausgeht, dann muss man jetzt auch nicht das Johannesevangelium, also die Offenbarungen des Johannes, des Jüngers, so hier ansetzen. Und wenn dann da steht, Rettung ist nicht möglich. Ich meine, dann, ich weiß gar nicht, wie diese Menschen, die ansonsten, das sind gute Leute, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber einfach nur mal exemplarisch, wie die jetzt hier überleben können, wie die überhaupt einen Sinn noch finden in ihrem Dasein, wie die das verkraften können. Und ein ganz anderer Aspekt ist ja auch, nicht, gibt es tatsächlich nicht, sprecht nicht in der Verneinung, das kommt nicht an. Im Grunde ist ja dann ein positiver Satz, wenn da geschrieben wird von diesem Mann, der es echt gut meint, der helfen, der bewahren will, der dann auch immer schreibt, euer Lichtbringer und so weiter. Aber ich meine, wo ist da das Licht? Das ist nur ein Beispiel. Ich werde es, glaube ich, auch in den Chat stellen, weil ich mache ja nichts hinterm Rücken. Also, dass er es auch hören kann dann noch. Es ist ja eben auch, ich weiß, er meint es total gut, sage ich jetzt mal. Und genauso ist es von mir nicht in keiner Weise irgendwie Negativkritik. Ich frage und es ist Konstruktivkritik. Aber es war mir heute ein Anlass, es mal allgemein zu bringen, denn ich habe es dort auch schon vielfach gefragt. Also der Punkt ist, er weiß scheinbar nicht, dass nicht und dass das so nicht verstanden wird. Das ist aber auch eine Gesetzmäßigkeit und eine Weisheit. Sprecht nicht in der Verneinung. Das Gegenteil kommt dann oft ins Leben dadurch.
Das wird sozusagen nicht verstanden, nicht gehört. Aber eben, das Positive ist ja dann, wenn da geschrieben steht, Rettung ist nicht möglich und man streicht das nicht, dann kommt ja da an, Rettung ist möglich. In dem Fall ist es ja dann mal gut so, dass praktisch wahrscheinlich tatsächlich auch eine Gesetzmäßigkeit ist, dass die Verneinung so nicht ankommt. Ja, ich mal höre jetzt mal auf, aber in all der Verwirrung dieser Zeit, die prophezeit wurde, die da ist, es ist nicht nur der Kopf. Und es bringt im Moment aus meiner Sicht nichts, wenn nur Panik gestreut wird. Bei allen informieren, was dran und wichtig ist. Ja, ich denke, das ist genug gesagt jetzt erstmal. Herzlichen Gruß.